Ja, moin und hallo zusammen. Es geht weiter mit einer neuen Runde Evil Genius 2. Ich habe eben mal ein bisschen die Zeit genutzt und habe hier mal ein paar Umbauten in Auftrag gegeben. Zum einen baue ich hier im Casino mal ein bisschen was um. Das wird uns spieltechnisch nicht so viel bringen, sieht aber ein bisschen schöner aus und verbirgt so ein bisschen den Eingang zu unserer Untergrundbasis. Und ich habe auch so einige Deko-Gegenstände platziert, ein paar neue Spinnen und Betten auch. Hier ein paar Lampen platziert, mal einen Trinkbrunnen, einen Sessel zum Sitzen hier im Aufenthaltsraum, hätte ich bald gesagt, das ist aber auch nicht richtig, in der Kaserne. Hier mal einen Trinkbrunnen und ein paar Sitzgelegenheiten. In der Kantine ein paar Lampen im Tresorbereich. Hier sehr witzig, man kann eine kaputte Toilette platzieren, einfach an die Wand gestellt. Ein bisschen blöd, dass das Alarmsymbol jetzt hier nicht verschwindet. Nein, das gefällt mir nicht. Schon mal sagt, ich bin ein Schönbauer, dann machen wir das so. Das sieht dann schon besser aus. So, hier im Krankenzimmer auch nochmal ein paar Computermonitore und dergleichen platziert. Auch hier im Kontrollraum. Wir gucken uns das nachher, glaube ich, alles mal an, wenn das auch alles fertig platziert ist. Außerdem habe ich ein paar neue Gänge in Auftrag gegeben und hier den neuen Aufenthaltsraum. Damit das Ganze auch gleich mal losgeht. Hier ein paar Bänke noch im Trainingsraum. Wie gesagt, wir gucken gleich mal rein, wenn alles auch fertig platziert ist. Aber ihr seht schon hier anhand der ganzen Symbole, ich habe hier so einiges in Auftrag gegeben. Hauptsächlich wirklich Deko-Elemente. Und so ein paar von den Teilen, die uns auch wie jeder Trinkwasserbrunnen verlangsamt Moralverlust. Also davon habe ich auch ein bisschen was platziert. So, die Forschung ist mal wieder pausiert, weil hier wieder eins der Teile kaputt ist. Okay. Gut, und wir haben hier auf der Weltkarte wieder ein bisschen was zu tun. Schauen wir doch mal. Oh, hier müssen wir jetzt mal unbedingt auf das Argwohn achten. Den Argwohn. Wir nehmen jetzt mal diesen Plan. Der dauert 20 Minuten, dann habe ich mich auch ein bisschen meine Ruhe. Ich hatte ja schon in den vergangenen Folgen angemerkt, dass ich das hier gerade ein bisschen stressig finde, mir so viele Aufträge in Auftrag zu geben. Und das wird später aber, denke ich mal, auch besser, weil ihr seht ja hier schon, dass mit den 30 Minuten ist mir dann auch aufgefallen, wo liegt eigentlich der Unterschied, wenn wir jedoch in 3 Minuten so viel mehr Geld bekommen. Nun, der Unterschied ist, es kostet uns beides 3 Arbeiter und die dauern ja auch immer eine Zeit, bis sie wiederkommen. Und hier verbrauchen wir eigentlich viel weniger Arbeiter. Und ich starte jetzt auch mal diesen Plan, so Moment, 30. Oh, das geht dann ganz genau ins Maximum. Wisst ihr was? Dann nehmen wir mal das hier. Da, da, da. Und abbrechen. Yes. Ah, jetzt sind die anderen verschwunden. Okay, aber da können wir dann mal die für 30 Minuten nehmen. Dann haben wir dann nämlich auch wieder ein bisschen unsere Ruhe. Können uns noch ein paar andere Sachen kümmern. Was ist hier noch? Der Belegschaftsraum. So, hier können wir nochmal nach dem Dekor gucken. Das muss ja auch alles noch fertig gebaut werden. Ihr seht hier auch schon, ich habe auch schon mal hier den Gang in Auftrag gegeben, damit, wenn der Fahrstuhl irgendwann noch nicht bald mal verfügbar ist, wir uns direkt um den kümmern können. So, jetzt aber. Das Ding nehmen wir jetzt mal. Unser Gate sieht ja momentan eigentlich noch ganz gut aus. Unser Tresor ist irgendwie dauervoll. Oh, hier haben wir schon unsere neuen wunderschönen Lampen. Und hier, das sieht auch langsam mal ein bisschen nach was aus. Hier gerade für die Kantine hätte ich gerne noch ein paar mehr Deko-Optionen. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Da gibt es irgendwie noch nicht besonders... Das ist der falsche Raum. Das ist die Kantine. Hier gibt es aber irgendwie nicht besonders viel. Also ich hätte gerne noch irgendwie ein paar mehr Tische und dergleichen gehabt. Ich kann hier auch Chemikalienfass hinstellen, warum auch immer. Ja. Okay, hier wird jetzt alles fleißig gebaut. Die sind hier noch dabei. Was haben wir denn hier noch im Missionsreiter? Optionale Missionen. Konstruiere Spinnen in der Kaserne. Das sollte wahrscheinlich bald voll sein. Forschungsprojekt sind wir dabei. Techniker, Wärter trainieren. Schergen verhören. Und eine neue Region erkunden. Vielleicht könnten wir ja auch schon uns hier auch wieder ein bisschen weiter ausbauen. Im Kontrollraum. Eigentlich kann es ja nicht schaden. Minis haben wir genug. Also nochmal einen neuen Funkverstärker platzieren, würde ich sagen. Könnt ihr nach hier bauen. Einen nach hier. Und der geht nicht nach da, weil der Sessel da im Weg ist, oder wie?
nee, guck mal, hier drüben haben wir auch nur einen gebaut, sehe ich gerade. Die wollte ich eigentlich auch so vor Kopf stellen. Da müssen wir hier wohl ein bisschen... Moment, das abbrechen, müssen wir hier wohl doch ein bisschen umbauen. So ein bisschen auf Effizienz muss ich ja trotzdem noch achten. Okay, dann bauen wir das so. Wir können theoretisch den Kontrollraum auch gleich ein bisschen erweitern, weil in diese Richtung kommen wir sowieso nicht mehr viel weiter. Vielleicht mache ich das direkt mal. Und wir nutzen die komplette Fläche jetzt hier. Aber wobei, ich behalte mir lieber noch ein bisschen Platz, zumindest für das Krankenzimmer vor. Wenn wir eigentlich in diese Richtung auszubauen, sinnvoller. Das machen wir mal, was kostet uns der Quatsch? Nicht viel. Das machen wir mal. Ahaha, ja, ich weiß auch warum. Abbrechen, bewegen. So, da müssen wir mich erstmal rankommen. Und stetigen. Gut, dann haben wir jetzt momentan noch nichts Neues gebaut, aber wir können ja dann dahinter was platzieren und hier an die Wand hoffentlich auch noch. Mal ein bisschen Kohle machen. Wie viele Berichte können wir eigentlich maximal haben? 99. So, schon mal gut, noch brauchen wir sie nicht, aber umso besser, die schon vorher zu sammeln. Damit wir direkt loslegen können, wenn wir die Dinger brauchen. So, das haben wir auch gleich abgeschlossen. So, platziert mal hier das Genie-Tili. Achso, ja, ja, weil das hier gerade neu platziert wird. Cool bleiben. So, da haben wir es wieder. Alles klar. Und ich denke auch mal, ich muss hier das Kraftwerk auch noch weiter ausbauen. Da stoßen wir auch langsam an unsere Leistungsgrenzen. Und das machen wir jetzt auch mal so. Bestätigen. Ah, okay, das hier gefällt ihm nicht. Okay, dann machen wir das so. Mir gefällt das ehrlich gesagt hier hinten sowieso überhaupt noch nicht, wie das aussieht mit dem Kraftwerk. Aber es ist ja immer noch so ein bisschen Platzhalter, bis wir mehr Platz in den unteren Geschossen dann bald hoffentlich bekommen. Okay, Nebenhandlung. Alles über Dino. Was haben wir denn da eigentlich noch nicht abgeschlossen? Mission abschließen, alles über Dino. Aha, bring ihn bei, okay. Schließe die Mission ab. Neuer Scherentyp Diener. Wir stehen jetzt leider. Excellent. Your jetzt? Valets are here to make sure your cover operations remain as convincing as. It's a pleasure to meet you. Oh, jetzt habe ich ihn wohl etwas unterbrochen. Na egal. It shouldn't be. Do you know what we need you to do? Carry luggage, open doors. I also play a mean game of baccarat. Do you cheat? I hope so. I have no luggage. All my doors are automatic, and I don't have time for losers. And smile! Make them think there's nothing going on back there. Okay. With good. All these so specialists running around your lair, you should make sure your minions still know who's in charge. Let's execute someone. Select your evil genius. Yeah. With your genius selected, simply interact with a minion to order a swift execution. Don't worry, if you happen to try and execute someone with a shred of worth, you will be asked to confirm your decision. Is it only on the song? This is how I treat the enemy of the people. This order is a red herring. On my way. Was ist jetzt los? Das wird mir angezeigt. This one is a waste of so. Uniform. Nee, Moment. Einfach beim Scheren rechtsklicken, das habe ich gemacht. Oder kommt er jetzt zu mir? Funktioniert es so? Ich check's gerade nicht so ganz. Das sieht ganz so aus. Eigentlich würde es ja auch passen. Er ist hier immer in der Scherbe. Ja.
Alles klar. That was good fun. If you perform an execution with lots of witnesses, it's guaranteed to inspire your minions to work their hardest. Give it a go. Ja, hier sind noch genug Zeugen, oder? Oder gucken die nicht, weil die alle beschäftigt sind? Da war auf jeden Fall einer, der zugeguckt hat. Well done, your meaniness. You have successfully managed to inspire your minions with your show of power. Now congratulate yourself as they dispose of their co-workers' cold, lifeless bodies. Affirmative. Das ist ja geil. Können wir uns eigentlich auch... Jetzt, Komrad. Cool. Okay, Forschungsprojekt wurde wieder angehalten. Wahrscheinlich, weil die hier... Oh, hier ist alles im Arsch. Das ist aber gar nicht gut. Da sollen wir uns doch direkt mal drum kümmern. Wie viel Technik haben wir? 2 Stück. Wir machen das mal auf 5. Und wisst ihr was? Wissenschaftler auch mal 5. Wie viele Wächter haben wir? Da gehen wir mal auf 6. So, alles klar. Attacke. Weil hier ist viel zu viel im Eimer. Das geht gar nicht. Das Ding haben wir noch vom Strom genommen. New main objective available. Now we'll need to build an armory, where minions can monitor your security cameras and your muscle minions can share their war stories. Okay, ja, um das Waffenarsenal kümmern wir uns gleich. Erstmal möchte ich im Kraftwerk noch mal ein paar Turbinen errichten, Generatoren. Wie rum passt das hier am besten so? So. Ja, sehr schön. Immer nett was. Research has resumed. Weil allzu viel kriegt man hier leider auch nicht rein. So, wo sind wir jetzt bei 9000? Bauen jetzt hier nochmal einen hin. Hier geht auch noch einer hin, wunderbar. 15.000, das hauen wir jetzt raus, dass wir da erstmal ein bisschen Ruhe haben. Außerdem muss ich das Teil auch wieder in Betrieb nehmen, das kostete, glaube ich, richtig Strom. Na gut, 10. Wir nehmen es jetzt schon mal in Betrieb, dann habe ich da auch gleich die endgültige Zahl. So. Research has been paused. Eigentlich baue ich das Arsenal, das war zumindest im ersten Teil so. Die bewaffnen sich dann, wenn wir den Alarm auslösen und deshalb habe ich es immer sehr gern an den Eingang gebaut, in die Nähe. Weil dann rennen unsere Minions automatisch dorthin, wo die Typen ankommen und bewaffnen sich direkt und sind dann auch automatisch natürlich an der Ecke, wo es brennt. Da haben wir jetzt aber keine Möglichkeiten, so da müsste ich wirklich sehr viel umbauen. Hier möchte ich es auf gar keinen Fall hinbauen. Hier lasse ich mir noch Platz für Labor, Krankenstation, Kontrollraum und dergleichen. Hier möchte ich Platz für den Trainingsraum noch lassen, da werden wir bestimmt auch noch mehr benötigen. Wir bauen es jetzt erstmal nach hier hinten. Das Arsenal. So, machen wir erstmal. Was haben wir denn hier für Gegenstände? A security desk will allow minions to remotely survey parts of your lair through your security cameras. Each security desk can only support a limited quantity of security cameras. The current state is shown by the camera spotting power displayed on your HUD. Okay, da unten sehen wir es auch. Hier, 3 Kameras können damit überwacht werden. Und hier unten haben wir auch eine Übersicht. Ich glaube, 3 Kameras genügen auch für den Anfang. Wir bauen das jetzt mal so. A security desk will allow minions to remotely survey parts of your lair through your security cameras. Each security desk can only support a limited quantity of security cameras. The current state is shown by the camera spotting power displayed on your HUD. Bestätigt, okay. Hieß das nicht Arsenal? Und jetzt haben wir hier... Okay, wir haben hier offenbar noch keine Knarren drin. So, was zeigt er mir hier an? Ja, das ist halt auch so merkwürdig. Warum zeigt er mir immer nach und nach diese Dekor-Gegenstände und nicht alle auf einmal an? Ich meine, das sind ja nicht mal neue, das sind einfach nur die gleichen für den... für einen anderen Raum. Haben wir hier? Oh, hier können wir jetzt ein bisschen was. Eine Bühnenshow, geil. Hier können wir jetzt mal für ein bisschen mehr Ablenkung sorgen. Das finde ich richtig gut. Wir müssen schön alles von hier hinten weglenken. Die kostet uns 5000, reduziert die Entschlossenheit. Jawohl. Jetzt haben wir noch. Baccarat-Tisch. Auch schön. Ja, also langsam. Können wir hier wenigstens mal ein bisschen was aufbauen. Den platzieren wir noch. Was haben wir hier noch?
Cocktailbar. Die stellen wir nach hier. Ja, das wird nach und nach natürlich immer schöner und immer besser gebaut. So wie es jetzt im Augenblick ist, gefällt mir das ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig. Das Ding steht immer noch verkehrt. So, Moment, die stehen an der Ecke. Also muss das so umgebaut werden. Den hier bitte auch einmal umdrehen. So. Okay, ich muss natürlich auch dran denken, dass sie alle bemannt werden müssen von den Dienern. Wir bauen nochmal einen Tisch hier hin. So. Haben wir denn ein bisschen mehr... Oh, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Deko. Sehr cool. Seilabsperrung, das ist doch auch wunderbar. Na, ihr Touristen, ihr habt hier hinten nichts verloren. Laufen aber trotzdem hier munter rum. Haben wir hier Casino-Beistelltisch. Sitzbänke auch gut. Die stellen wir schon mal noch hier. Casino-Stehlampe. Die kommt hier daneben. Casino-Geländer. Hauptsache, meine Minions fläzen sich dahin. Das ist eigentlich für die Touristen gedacht hier. Pfeifen. Können wir das irgendwie so bauen, dass das hier ein bisschen schick aussieht? Put that new armory to use. Place 2 security cameras in your corridors. Each camera has a limited view, shown while building. Try to cover important access areas in your lair for best results. Das sieht doch schon eigentlich gar nicht mal verkehrt aus. Hier können wir nochmal eine Sitzbank bauen. Das hier hinten soll alles ganz unaufgeregt wirken. Damit gar keiner eigentlich groß die Idee hat, hier hinzugehen. So. So. Können wir hier nochmal Stehlampen in die Ecken stellen. Beistelltisch geht nicht. Vielleicht bauen wir das auch mal so. Und so, dass es ein bisschen gemütlicher und abgetrennter aussieht. Ja, so machen wir das erstmal. Alles klar. Perfekt, perfekt. So, ja, ausgucke. Zum Forschungsmenü, Unterschlupf. Was haben wir denn jetzt hier noch alles fein? Wir können verstärkt Türen erforschen, Lasertüren. Das gefällt mir alles schon sehr gut. Ich glaube, wir nehmen mal die verstärkte Tür. Damit wir hier ein bisschen mehr Sicherheit haben. Oder gab es bei den globalen Aktivitäten? Wir könnten die Sendeleistung erhöhen, das bringt uns auch mehr Kohle. Sebastian, das machen wir mal. Und dann starten wir hier mal mit dem Unterschlupf weiter. Was haben wir hier eigentlich? Basistraining, Fitnessstudio, Schließfächer. Okay. Verbesserter Wachposten, auch interessant. Hier werden Schergen auch außerhalb eines Großalarms stationiert. Dann stehen die da immer. Das klingt ja auch sehr logisch und sehr nützlich vor allem. Atomgenerator. Das klingt gut. Das brauchen wir auf jeden Fall. Hallo, wir sind der rote Ivan. Wenn wir keine Atomkraft nutzen, dann weiß ich auch nicht. Okay, was haben wir jetzt hier? Ah, jetzt können wir hier die Überwachungskameras platzieren. Das ist sehr, sehr nützlich. Ich will gerade, ob ich schon mal eine hier irgendwo auch hinknalle. Hier dürfen wir, glaube ich, nicht. Ach nee, wir dürfen hier nur in den Gang. Dann bauen wir auf jeden Fall mal eine nach hier. Okay. Erlaubt Schergen die Bedienung von der Überwachungsstation, um Eindringlinge zu entdecken. Sie können Kampfschergen alarmieren, indem sie eine Wächterstation im Arsenal benutzen. Gut, dann wird auf jeden Fall hier eine platziert. Dann setzen wir noch eine nach hier. Dann sehen wir auf jeden Fall, welche kommen. Your security cameras will send a live feed of your lair to your armory. Be wary, if your security desks are not manned, then your security cameras will not detect enemy agents. Ja, okay, das ergibt natürlich Sinn, dass wenn da niemand dran sitzt, die Kameras auch niemanden entdecken. Ich würde gerne noch eine irgendwie hier bauen, dass die
Wir bauen die mal so, dass sie sehen, wenn hier jemand reinläuft. Das ist ja nun mal unser wichtigster Raum bislang. Bestätigen. Und zum ersten Mal seit langem sind mal ein paar unserer Paletten hier leer. Wir haben natürlich auch ordentlich was an Kohle mittlerweile wieder ausgegeben. Und werden das auch weiter so fortführen. Was haben wir denn hier jetzt noch? Eine Wächterstation. Ah, okay, die müssen wir dann platzieren. Ah, hier stationierte Schergen reagieren auf Agenten, die von Überwachungskameras entdeckt wurden. Cool. Dann bauen wir das Ding doch mal nach hier. Oh, das kostet 10.000. Einen dusseligen Tisch und ein paar Stühle. Ich glaub's ja wohl nicht. Was haben die denn da schon wieder für Anforderungen? So, was haben wir noch? Muscle Minions like your guards will use these tables as waiting points to be able to quickly react to agents spotted by your security cameras. So, jetzt gucken wir hier doch mal. Kostet uns 3.000. Ist gar nicht so teuer. Können wir auf die andere Seite auch noch welche stellen? Nee, können wir nicht. Dann müssten wir wahrscheinlich alles um eins noch nach hinten verrücken, damit das funktioniert. So, hier rum müssen wir den Quatsch stellen. So. Aber wir machen erstmal Bestätigung, damit hier nicht wieder die Sendeleistung einbricht auf der Weltkarte. Und dann verrücken wir den ganzen Kram für mehr Effizienz. Die sind am Machen, die auch. Hier erledigt niemand irgendwas, das geht ja mal gar nicht. Oh, 50.000, nett. Und die sind über eine halbe Stunde im Einsatz, das freut mich sehr. Some agents are on the way. Now is a good time to test everything you have learned so far. Oha. Remember to tag them, so that your minions know what you want to do with them. Okay, gucken wir mal, wie viele Agenten jetzt unterwegs sind. Ein paar werden wir gefangen nehmen und ein paar werden wir eliminieren. So, hier haben wir, glaube ich, viel zu wenig Diener. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele Diener habe ich im Auftrag gegeben? Täuschung? 3. Also brauchen wir noch ein paar. Schergen haben wir ganz gut welche. 83, maximal 94, sehr schön. Unser Tresor ist momentan ziemlich leer. Gucken wir nochmal, optional. Ne, hier haben wir momentan nichts fertig. Das kommt aber noch. Da werden wir noch Kohle machen können. Okay, gucken wir mal. Man sieht mittlerweile auch, hier sind recht viele Touristen schon unterwegs. Wir können hier auch Modus Zocke Touristen ab. Warum soll ich den Modus nicht aktivieren? Ist das... Ich meine, da steht ja eigentlich... Reduziert das Können von Agenten. Baccarat, das Blackjack für Leute, die nur bis 19 können. Okay. Reduziert die Entschlossenheit von Agenten. Nur noch ein Cocktail vor der Mission, sie haben es sich verdient. Und wenn ich jetzt das anklicke, lenken sie dann die Agenten nicht mehr ab? Verstehe ich nicht. Oder wird das erst interessant, wenn wir mehrere Modi haben? Das wird hier... Moment, Info. Ändere, wie Charaktere diesen Gegenstand benutzen können. Ja. Wir haben nur einen Modus. Warum sollten wir den nicht anklicken? Ich klicke den jetzt mal überall an. Das verstehe ich nicht. Also gäbe es jetzt hier Touristen abzocken oder Agenten ablenken, dann wäre es ja irgendwie sinnvoll. Keine Ahnung. Wisst ihr was? Wir machen mal... Hier werden Touristen abgezockt, wir machen einfach mal halbe-halbe. Um auf Nummer sicher zu gehen, dann sehen wir es ja. Und damit werden das mal Agenten betrunken gemacht. Hiermit können wir... Wir brauchen noch mehr Diener, ne? Wie viel brauchen die? Erfordert Nutzer, Diener. Wir brauchen mehr Diener. Gut, wir machen mal 7 draus. Schöne, schiefe Zahl. Ja, wo sind denn die Agenten? 3 Stück sind es übrigens, da oben sieht man auch die Zahl. Okay, das haben wir erledigt. Wir gehen jetzt mal auf die Weltkarte und schalten mal neue Netzwerke frei. Wir stiften jetzt erstmal überall unheil. Wo stiften wir jetzt noch? Okay, das ist alles eine Region. Hier ist Skandinavien und Osteuropa. Oder hier.
Das ist ja relativ klein. Russland lassen wir natürlich erstmal noch außer Acht. Das ist auch eine Region. Wir gehen mal nach Nordafrika. Das wird noch erkundet. Und dann nehmen wir hier mal Mittel-, Zentral- und Westeuropa. Mittel- und Zentral ist das gleiche, aber egal. Okay, hier können wir noch was machen. 20.000. Wir nehmen jetzt tatsächlich immer mal die längeren Missionen. Einfach um da mal ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Geld kriegen wir ja eigentlich ganz gut noch rein. Und haben auch genug. A scheme has succeeded. Sind die Agenten? Ja, die Agenten sind schon hier. Da haben wir sie, okay. So. I want that intruder found and captured. Die wird verhaftet. Die wird abgelenkt. Und er wird gekillt. Haben wir schön aufgeteilt. Die laufen aber auch schon ziemlich zielsicher hier auf unseren Eingang zu. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier alles so passieren wird. Haben wir denn hier eigentlich jetzt schon Wächter sitzen? Ja, super. Und die gehen jetzt natürlich pennen. Großartig. Da brauche ich, glaube ich, auch einfach demnächst noch mehr Wächter. Wir erhöhen die Anzahl mal auf 10. Die kosten uns auch ein bisschen Geld, wie man hier schon sieht. Die normalen Minions kosten, soweit ich weiß, nichts. Aber die hier schon. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen. Minions are in combat. Boom, jetzt geht's hier schon rund. Ja, das war natürlich ein bisschen dämlich, was die gemacht haben. Okay, da kommen die ja jetzt hier direkt durch. Oh, das. Da seht ihr schon, der das. Die haben sich verkleidet. Das ist ja krass. Aber jetzt sind sie aufgeflogen. Und eine unserer Kameras hat schon jemanden entdeckt hier. Jetzt gucken wir mal. Sitzt hier jemand? Nee. Kommt da jetzt trotzdem jemand hingelaufen? Da läuft auf jeden Fall wer. Wir müssen jetzt definitiv den Alarm auslösen. So, jetzt sind sie aufgeflogen hier. Macht sie fertig. Schnappt sie euch. Ja, jetzt richtig auf die Fresse, aber wo ist denn der Letzte? Der ist hier, der haut jetzt ab. Da seht ihr schon. Der scheint zu fliehen. Das ist natürlich schlecht. Den haben wir gefangen genommen. What to do? Gucken. No, you are making me see red. Einige Agenten, ja, okay. Können wir uns den jetzt noch schnappen? Ablenken klappt nicht mehr, dann fangt er an. Why is this intruder free? Capture them if you see them. Jetzt gucken wir mal, das sieht irgendwie nicht gut aus. Weil der haut jetzt ab und wenn der. Ja, da kommt auch schon das Schiff. Das ist nicht gut. Denn die haben ja ein paar Beweise gesammelt von uns. Und die werden sie jetzt weitergeben. Okay. Es wurde jetzt aber trotzdem hochgezählt. Merkwürdigerweise. Den Alarm schalten wir mal ab. Okay, das hat nicht so gut funktioniert mit dem Ablenken. Research has resumed. Gefangenen eskortieren. So, der wird gleich mal verhört. Mal gucken, was uns das dann so bringt. Und auf der Wegkarte haben wir ein bisschen was zu tun. Hier. So. Achso, das sind wahrscheinlich unsere neuen Regionen, richtig? Genau. Afrika. Starten. Wo waren wir noch? Eigentlich hier. Aber da gibt es noch nichts. Hier gibt es wieder was zu tun. 15 Argwohn. Das wird zu viel. Da müssen wir wieder ein bisschen was abbauen. Oh, das kostet quasi nichts. Starten. Dupdi-dupdi-du. Das reicht uns schon. Hier. Yep. Da müssen wir nachher mal gucken. Okay. Ja, hier wird
geplündert, hier wird geplündert. Hier können wir noch was machen, oder? Ach, da sind schon welche unterwegs hin. Gut. Okay. Ja. Ah. So, was haben wir jetzt von dem bekommen? What I need is a strong right hand. A devious intellect worthy of helping me on my quest for world domination. Sehr schön. What about me, boss? Ich glaube nicht. You're not strong. You're barely even an intellect. No, there are plenty of criminal masterminds out there in the world. Let's get one on the payroll. Jawohl. Something is wrong with either the minions or the training room, boss. Eine rechte Hand einstellen. New okay. Side story available. Gut. Das Anheuern von einer neuen rechten Hand. Ja. Das Anheuern von einer neuen rechten Hand, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.